So, weiter geht's. Mit was? Also ich meine... Gates of Dawn, würde ich sagen. Gates of Dawn, genau. Sepia. Ja, so heißt das Album. Ich meine, wer lesen kann, ist ein Vorteil. Ja, ist hier zwar sehr klein geschrieben, aber der Name ich muss, ist... Ich muss größer. Das ja nicht lesen, ne? Bei mir ist das schon fest. Sepia. Ja. So, und die Band gibt's schon eine ganze Weile. Oh ja. Du weißt mehr über die Band als ich. Ja, was heißt mehr? Also die Band kommt aus Hanau. Ja. Das ist, ja, sag ich mal, bei Frankfurt am Main. Und ja, die gibt es seit einigen Jahren, ich glaube 2005 haben sie sich gegründet. Wobei ich das jetzt aber nicht... nee, wir müssen noch anfangen. Warum das denn? Wir müssen ja nochmal anfangen. Nee, komm, lass uns nochmal anfangen. Warum? Ist doch in Ordnung. 2005 haben sie sich gegründet, ist das so? Ja. Ach, das, nee, komm, wieso müssen wir nochmal anfangen? Weil wir sind seriös. Ich meine, wir machen das seriös. Ich meine, das ist schon fast erschreckend seriös, was du da gerade machst. So, die gibt es schon eine ganze Weile, wie ihr eben schon gesagt hat. Und ich sehe nicht ein, dass wir hier von vorne anfangen und dann irgendwie dann den Platz verschwenden. Wieso? Weil wir haben bisher nie Retakes gemacht. Aber das ist doch völlig aus dem Zusammenhang gezogen. Was denn? Ich bin mir nicht sicher, ob die 2005 gegründet wurden oder nicht. Ja, warum erzählst du so Scheiß? Das weiß ich auch nicht. Die sind von einer geraumen Zeit schon gegründet worden und haben schon einige CDs veröffentlicht, ja? Also einige. Und musikalisch ist das, ja, also eigentlich, ich finde halt, heute sagt man ja Dark Rock, ne? Gothic Rock ist ja out. Gothic Rock darf man heute auch gar nicht mehr sagen. Ich finde, wir müssen nochmal anfangen. Nein, wir fangen nicht neu an. Warum? Warum? Dann kann ich den Scheiß, den wir vorher verzapft haben, wieder wegschmeißen. Ich schmeiß nichts weg. Ich will nicht. Naja, gut. Also, dann lass mich nochmal einen Abschluss machen. Heidi Tai. Aber wieso anfangen? Wir sind doch schon längst über den Anfang hinaus. Ja, gut, bitte. Ich war doch mittendrin. Ja, dann fahr halt fort, Mensch. Ich war bei der musikalischen Beschreibung. Wie würdest du das denn bezeichnen? Ja, wie ist deine Einschätzung? Also, lass mich doch mal ausreden. Hä? Wieso? Ja, los, ich warte. Achso. Ja, weil du gesagt hast, nun lass mich doch mal ausreden. Der ist aber echt begriffsstutzig heute irgendwie, ne? Also folgendes. Aber ja, also, okay, du bist dran. Ich werde jetzt erstmal nichts sagen. Ich empfinde Gates of Dawn als eine gestandene Band. Logischerweise, die gibt es nicht erst seit gestern. Sie sind zu siebt. Zwei Damen sind auch. Sieben Leute, wenn zwei davon Damen sind. Gibt's noch was anderes? Sind da noch Aliens dabei oder so Zwitterwesen, Ameisen, die mitspielen? Ich will nicht von vorne anfangen. Du warst doch dabei, erzähl doch einfach. Ich kann das nicht zu Ende. Ich kann das jetzt gerade nicht zu Ende. Wieso denn nicht? Ich habe völlig die Rolle verloren. Die Rolle. Also okay, wir lassen den Mann jetzt mal einfach in Ruhe und ich würde sagen, damit ihr einen Eindruck bekommt, was er versucht euch zu sagen, gucken wir jetzt in einen Videoclip rein und zwar machen Nein. wir das. Doch, Nein! Doch, das machen wir jetzt irgendwie von... Nein! Wir machen Crystalline mal, das ist vom vorherigen Album, weil wir sparen uns den neuen Clip natürlich jetzt auch für das nächste Mal, ja? Für den nächsten Einspieler. Bevor, ich muss den erstmal jetzt einkriegen irgendwie, wir machen jetzt mal irgendwas zwischendurch, aber ihr schaut jetzt mal in Crystalline rein, von der vorherigen Album, damit ihr einen Eindruck bekommt, um was es hier überhaupt geht. Wir sehen uns und hören uns später noch. So. Just kiss my crystal crown, feel my touch.
Weiter. Also, wer macht jetzt weiter? Du oder ich? Du weiter. Ich mach weiter. Ich muss bei der Band so lachen. Der Mann ist jetzt inkonsistent. und insofern... Das heißt doch... nee, das heißt nee, inkontinent. Inkontinent ist, wenn du... Ja. Aber inkonsistent heißt, wenn alles daneben läuft. Also das ist eigentlich ähnlich. Ein inkontinenter Inkonstanter. Ja, wie auch immer. Die gewisse Konstanz in der Qualitätsprüfung lässt nach. Wir sind hier zusammengekommen, weil wir uns über Gates of Dawn unterhalten wollen, was jetzt zu einer einseitigen Geschichte wird, weil er mich praktisch hier alleinig verantwortlich Nein, macht. Irgendwie. Das kannst du ja so nicht sagen. Doch, das hast du eben gesagt und dazu stehe ich auch. Und ich übernehme diesen Part gerne, wie üblich. Und ja, also ich finde, das Album ist recht eine rockige Geschichte. Die sind teilweise sogar so richtig metal-lastig, kann man sagen. Doch, ja, also es stecken nicht viele, so, viele Einflüsse ja. drin, also aus den unterschiedlichen Genres, ob das jetzt Dark-Rock ist, ob es Metal ist selber oder Gothic-Rock, also es ist eine Mischung aus vielen. Also da kommen alternative und Independent-Einflüsse hinzu, also und was mir halt bei Gates of Dawn unter anderem besonders sehr gut gefällt, das ist auch dieser wechselnde Gesang zwischen Martina und Matthias. Also das hat dann auch schafft eine Ebene und die singen nicht gegeneinander. Man merkt förmlich, sie singen miteinander. Zumindest kommt das bei mir persönlich so an. So, und also miteinander heißt nicht, dass die jetzt sich irgendwie ein Gesangsduell liefern, sondern songdienlich ihre Gesangparts dadurch sehr, sag ich mal, emotional und auch songthematisch umsetzen. So, also das ist so mein Eindruck und vom handwerklichen, musikalischen Gates of Dawn, also die kenne ich jetzt mittlerweile schon einige Zeit, also auch vor Egozone und dann kam es ja dann auch dazu, dass wir sagten, okay, machen wir gerne und sie haben ja jetzt ihre erste Scheibe bei uns draußen, diese sehen wir und das hat mich irgendwie auch mit einer, ja, wie soll ich denn sagen, so eine Art Freude begleitet, dass wir Gates of Dawn jetzt sozusagen mit bei Egozone in den Musikzirkus, vielleicht ein verkehrtes Wort, aber mit ins ding, 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 ding. Mit ins Programm aufgenommen haben. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall von der Band vieles weiter hören und vieles weiter sehen. Sie sind sehr vielseitig und vereinen halt die unterschiedlichen Einflüsse zu einem ganz besonderen Potpourri. Ja. Das macht doch recht viel Spaß anzuschauen und anzusehen. Anzuschauen und anzusehen. Wie kriege ich da jetzt die Kurve? Gucken wir mal, wie wir das wieder gerade bügeln. Anzuschauen kurz und anzuhören. Ja, ja, das mit Hören hat das auch was zu tun, ja. Ich finde es, ehrlich gesagt, musikalisch, sie machen sehr elegischen Sound. Das ist nicht einfach, weil du bei elegischen Songstrukturen oft so den Faden verlieren könntest. So, und ja. Das machen sie eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Nicht jetzt den Faden verlieren, sondern dass sie halt irgendwie in sich strukturierte Songs irgendwie basteln können, die jetzt nicht sich in nichts verlieren irgendwo. Und ich finde es auch, dass sie sehr gut harmonieren, was weiblichen und männlichen Gesang angeht. Produktion finde ich sehr gut, muss ich sagen. Das ist also sehr, sehr ordentlich gemacht. Und das braucht so einen Sound aber auch. Ja, sowas kannst du nicht halt irgendwie trashig machen, also finde ich zumindest halt. Ja. Ja, ansonsten, was haben wir zu der Band noch zu sagen? 7 Leute auf der Bühne ist echt ja. nicht so also schlecht. Also im Elferclub, das war ja letztes Jahr, glaube ich, 2011 noch, oder was, 2011? Erinnere dich daran, da haben wir sie kurz live gesehen, wo Icon gespielt hat im Elferclub in Frankfurt. Da war Gates of Dawn auch mit von der Partie.
als Vorband. Und ja, die Bühne dort ist recht klein und das. Die ist nicht nur klein, die ist. Aua! Die ist nicht nur klein, sondern jetzt ruiniert er mir auch den Rest meines Fußes. Naja, jedenfalls musste die Band sozusagen, weil sie nicht komplett Platz auf der Bühne hatte, musste die neben der Bühne sich auch noch platzieren. Das war irgendwie. Ich kann mich da kaum dran erinnern, ehrlich gesagt. Und aber das war aber schon grenzwertig. Fakt ist es ganz einfach, das passt und muss man sehen, wo es hingeht und ja. Also ich finde, die Band braucht auf jeden Fall noch mehr Live-Konzerte, weil die machen einiges her. Also mit 7 Leuten auf der Bühne, das ist schon, da musst du aber auch was bringen, das ist ja ganz logisch. Ja. Ne? Also kann man nicht da stehen wie Salzsäulen und irgendwie praktisch, eine Stand-Performance irgendwie abliefern. Da muss ganz ordentlich was abgehen. Da muss schon was abgehen. Genau. Also geht's auf Dauer. Matthias Abel, ja. Also der ist der Kopf der Band, glaube ich, ist oder? Der Kopf der Band, der macht auch, und, der macht auch einen Großteil selber. Ne? Die ganzen Songs sind, glaube ich, auch alle von ihm, oder? Das große Gerüst, ja, aber ich meine, die Gestalten tun die, glaube ich, alle zusammen. Ja, im Gespräch mit der Band hatte ich irgendwie von der Zeit erfahren, dass er auch der Bassist Songs schreibt und so weiter. Also das hat sich bei Gates of Dawn ein bisschen verlagert. Also es basiert natürlich sehr viel auf Matthias, seiner Arbeit, aber letztendlich sind sie ja trotzdem alle miteinander und im kreativen Prozess. Also erstmal muss alles in Form gegeben werden, Skizzen, und du weißt ja selber, wie das läuft bei vielen Bands. Ja, das ist natürlich unterschiedlich bei Gates of Dawn. Ist das halt dann so. Aber so der, sag ich mal, der Kopf der Band ist dann Matthias, ja. Matthias macht, glaube ich, auch die Videos, ne? Ja. Wobei, also regiemäßig und Kameraführung, soweit ich weiß, ist das Matthias selber. Und im Schnitt ist er nicht immer derjenige, sondern ich glaube auch der Mikro, der Schlagzeuger ist da auch irgendwie mit involviert. Also das ist halt. Gates of Dawn ist halt wirklich, die sind in der Lage, viele Sachen auch wirklich selber zu leisten, also als Band. Ja. Erstens aufgrund, weil es sind viele Leute, 7 Leute, und da kann man natürlich auch vieles, was die Band betrifft, dementsprechend aufteilen. Ne? Und dann haben sie natürlich auch noch das große Plus, sage ich, dass halt auch künstlerisch neben der Musik halt, die sie selbst produzieren und machen, halt auch nach dementsprechenden Kenntnissen, Videoproduktion und so weiter aufweisen können. Und das finde ich dann doch ganz anständig, dass die Band sich wirklich so authentisch wie möglich zeigt, aus ihrer Sicht der Dinge. Also, ne? Und ohne dass jetzt ein Außenstehender unbedingt da mit rein muss, ja. Sondern das kommt von der Band, ist die Band und bleibt die Band. Verstehst du, was ich meine? Ja, doch. Ja, stell dir vor, zum Beispiel, ich würde jetzt Regie führen. Nehmen wir das mal an, was ja nicht der Fall sein wird. Aber stell dir das mal vor, so. Dann bin ich zwar da und mache dies und jenes, ne? Aber ist das, was die Band also, ja, selbst Vincent sagt ja schon, ne? Also. Vincent Price ist nicht Saruman. Ja? Das mal ganz klar zu stellen. Und der Bruce, ne? Der Bruce ist tot. Christopher lebt. Aber kann man das so stehen lassen, was ich formuliert habe? Ja, warum nicht? Klar. Ich hoffe ja, dass es der Band auch halbwegs. Oh Gott. Das hoffen wir alle. Aber letzten Endes ist das der entscheidende Punkt, dass wir hier eine unterhaltsame Show machen und nicht unbedingt. Aber das war von Anfang an das Konzept, dass wir keine Lobhudelei auf irgendwelche Veröffentlichungen von uns machen. Nee, darum geht es auch nicht. Es geht aber einfach darum,
Verstehst du? Weißt du, wie ich mir hier vorkomme? Wie so ein kleiner Brummkreis. So viel Brummkreise? Ja, der so viele Löcher hat, wo es nur rausmacht. Ich kichere, ich schnattere, ich verliere einen Faden, finde nicht die große Wolle, wo ich ihn wieder auffinken kann. Und. Und das jetzt bei Gates of Dawn, und das ist mir doch ein bisschen peinlich. Ja? Das braucht ja nicht peinlich zu sein. Aber das ist doch unangenehm, ja. Ja, aber das ist doch völlig in Ordnung. Das ist doch in Ordnung. Das ist so schlimm. Mach dir doch keine Sorgen. Das hier ist ein Talk. Ja, aber ja, und stell dir jetzt mal vor, die Band durch dieses, ne, kriegt die Band jetzt gar. Du meinst, die Band guckt sich das hier an dann und sagt, was sind das denn für zwei Hampelmänner, die reden Gott weiß was irgendwie und ist auch alles völlig unausgegoren und ja, zum Beispiel, der drehende Kreisel mit Löchern, der pufft da nur irgendwie nur ja, so einen Schatz so raus. Und stell dir vor, das sieht irgendjemand, ja, und dann wird da berichtet und ja, geht auf da und Album braucht er ja nicht gerufen, weil. Oh, ne? Du meinst, jemand kauft das Album nicht, weil wir eigentlich mehr über Randerscheinungen sprechen als über die Musik selbst? Ist es überhaupt notwendig, über die Musik insofern zu sprechen, dass man mehr darüber hinausgeht als die Charakterisierung? Zu sagen halt, wir haben es mit Rockmusik zu tun, die ein paar Gothic- und Dark-Rock-Anleihen hat. Wie gesagt, Gothic darf man heute ja nicht mehr verwenden. Rein von der Optik hat die mit Gothic auch gar nichts zu tun, muss man auch dazu sagen. Haben die wenigsten heutzutage. Die Gothic-Rock-Band ist eigentlich anders. Ja, ne? Ja, das ist richtig. Der Sound ist, also das ist eine Rockband im Endeffekt. Die macht einen elegischen Rock-Sound. Man kann darüber streiten, ob der düster ist oder nicht. Aber mal ganz ehrlich, wenn du mal in die Musikhistorie zurückgehst, irgendwie hat das, wenn du mal die ganze Gothic-Bewegung außen vor lässt, damit auch gar nichts zu tun. Das ist eine Mischung zwischen Rock, ein bisschen metallische Einflüsse sind drin, halt alleine durch das Schlagzeugspiel und die Art und Weise, wie die Gitarren halt eingesetzt werden. Ansonsten rein die optische Darstellung, alleine halt wie die Sängerinnen etc. irgendwie präsentieren und wie das Ganze aufgemacht ist. Das hat auch mit Heavenly Voices genauso wenig zu tun, das ist ja auch wieder was anderes. Und auch mit diesem Female-Scheiß da, mit dem man heutzutage so oft irgendwie konfrontiert wird. Das ist eine ganz andere Baustelle. Das hat, wie ich finde, eine sehr hohe eigene Note. Darauf lässt sich doch reduzieren, oder? Das ist jetzt Female oder Female? Das hat auch eine eigene Note, ja. Aber wir sind hier zusammengekommen, um Zeugen zu sein einer Drangsalierung, beziehungsweise... Du hast Female gesagt. Ich habe Female gesagt. Dumm. Ja, ich habe... Soll ich doch den Staubsauger holen? Nee, später. Jetzt nicht. Also nee, es ist... Ja, Entschuldigung, aber du sagst auch immer... Besser immer mehr nachgefragt, ja, wie zu reden. Hallo, jemand zu Hause. So, bing! Es müsste eigentlich so ein Bing kommen. Bing, bing, bumm. So, das Ende von Gates of Dawn ist erreicht. Wir haben uns hier ausgelassen über alles andere außer über die Band. Wir lösen uns gleich auf, ne? Also wahrscheinlich, wenn die Band sich das anguckt, werden die auch nur sagen, was zum Henker? Ja, aber das, nee, das glaube ich also nicht. Jetzt, nein, die verstehen ja auch Humor. Ja, na klar. Ja, jetzt, und wenn aber nicht, jetzt ist mal, mir das auch scheißegal. Warte mal, ja, lass mich ein Schlusswort finden. Du findest ein Schlusswort. Okay, dann dreh den Kuchen nochmal. Ja, jetzt nochmal zum Ende hin. Also aller Spaß beiseite und sicherlich, ja, Faden hin, Faden her, so ist das halt mal. Immer hat man nicht, ja. Und wenn man verloren hat, befindet man sich auf der Suche nach ihm. Fakt ist ganz einfach, Gates of Dawn machen wirklich eine gute Musik. Ist eine interessante Band. Wie gesagt, kommen aus Hanau, sind zu siebt, zwei Mädels und fünf Herren. Und die rocken ganz gewaltig. Und Leute, wenn bei euch irgendwo in der Region mal ein Termin ansteht, Gates of Dawn, besucht das Konzert einfach mal und seht, ja, ist interessant, ihr könnt euch Informationen im Netz holen, egal,
Jedenfalls, es gibt eine Menge Zeug und es gibt gute Songs, schöne Videos, auch auf ihrem eigenen Portal, auf YouTube. Ihr findet sie auf Facebook und so weiter. Ist wirklich klasse Musik, also ein schönes Album, bunt gemischt, wie ich finde. Und für mich hat das schon einen dicken roten Faden, also einen sehr guten Fluss vom Anfang des Albums bis zum Ende. Sebia ist klasse und sehr interessant. Auch ein sehr schönes Artwork, wie ich finde. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Into the giant sun we fly. No more looking back. Wir beenden Gates of Dawn jetzt mit dem letzten Ausschnitt vom aktuellen Videoclip. Ne? The Silence Makes You Scream. Den wir am Ende natürlich auch nochmal zeigen müssen, weil wir enden jede Sendung eigentlich mit einem Videoclip. Und das tun wir jetzt auch nochmal, deswegen erwähne ich das nochmal extra. Und außerdem kann ich nicht aufhören, auf dieses Haar zu gucken, was die ganze Zeit da meilenweit aus deiner Nase rauskommt. Ja, ich hole gleich eine Schere. Das ist oder einen Seitenschneider. Das ist ein Magenzeichen von mir. Und das hängt damit zusammen, dieses Haar... sind sogar zwei. Ja, du hast das wieder. Das eine ist wieder so, das andere ist ja, wieder so. Das die Problematik ist, ich bin ja an meinem... Nase sehr empfindlich. Ja und? So, und wenn da jemand kommt mit der Schere oder ich selber, dann kriege ich so einen Nasen-extremen Ausbruch, verstehst du? So. Das ist nicht so, ne? Und deshalb ist das gefährlich, wenn du mit einem Dichter kommst. Du. Vielleicht soll ich mit dem Staubsauger das Problem lösen. Aber ich mag meine Nasenhaare, ich ziehe auch immer mal. Was ist denn gegen Nasenhaare einzuwenden, ja? Ey, gar nichts, ich hab viele ja Leute, ist, weißt du, echt, ey, du hast auch Körperbehaarung, ja? Ich auch, hier, guck mal da. Yeah. So. Und da wird auch nicht gesagt, du hast ein Haar unten am Unterschenkel. Mhm. Also. Ja, wir beenden das Ganze hier aus diesem. Was ist denn los? Wir können das nicht so lassen. Wieso nicht? Das ist völlig scheiße. Nee. Das ist absolut Banane. Nee, wir kommen so langsam in Fahrt. Das ist es. Das ist, wie soll ich denn das jetzt formulieren? Das ist irgendwie wie, das ist wie so, das ist jetzt irgendwie Rummelplatzparty. Irgendwie so. Wieso Rummelplatzparty? Nein, finde ich gar nicht. Nee, wir kommen so langsam in Fahrt. Wir nähern uns langsam dem Niveau, was wir hatten vor ein paar Monaten. Wir kommen so langsam ran. Na gut, okay, also dann kommen wir jetzt zurück. Du hast das irgendwie verklärt in deiner Gedankenwelt wahrscheinlich. Scheinbar. Okay, also, sind wir wieder da? Mhm. Ja? Ich gucke nochmal ganz kurz, ob die
hintere Kamera, die zweite dann auch vernünftig läuft. Boah, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich stehe zu meinem Fleischbauch. Das sieht alles ganz gut aus. Heiliger Bimbam. So, komm, hock dich zu mir. So. So. Okay. Jo, wir sind wieder zurück. Video war schön, wie ich finde. Na, also es ist ja eine Mischung aus Live- und Studio-Video. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also, mir fällt jetzt gerade eigentlich dazu gar nichts groß mehr ein. Also, es ist völlig schlecht. Ja. Also, das ist völlig schlecht. Das ist, du meinst, uns fehlt hier so ein bisschen der Content irgendwie. Ich meine, nee, wir haben noch alles gesagt. Ich möchte nicht sagen, dass uns der Content fehlt, sondern es ist einfach völlig schlecht. Also, es ist heute Tag X, ja, an dem die neue Staffel abgedreht wird. Unter anderem ist Gates of Dawn jetzt dabei, ja, die wir besprechen hier ausführlich. Und es liegt nicht daran, dass man die Informationen zur Band nicht hat, nee. Aber momentan ist irgendwie der Abruf blockiert. Weißt du, was ich meine? Soll ich mal drücken hier? Ja, drück mal. Irgendwie. Da kann man, da würfeln jetzt irgendwelche Holzstückchen so, irgendwie ja, greifen. Also geht's auf Down. So richtig am Schwimmen warst du aber auch lange nicht mehr. Ach du Scheiße. Dann hat dir das echt angemerkt, dass du eigentlich völlig, du wolltest permanent neu anfangen und aufhören. Und ich habe dich jedes Mal überfahren. Jedes Mal. Das kann man doch so nicht lassen. Ja klar kann man. Das ist doch wohl ein Grundcredo. Alleine der Ausspruch, das kann man doch so nicht lassen, das ist doch für mich ein Qualitätssiegel, wo ich sage, Scheiße, die Kacke war so Mist, das müssen wir bringen. Ey, das ist so viel absoluter Bullshit dabei gewesen. Ja. Das ist kein Bullshit. Ich bin überhaupt nicht, das hat eine Charakter. Der mag vielleicht unterirdisch sein, aber trotzdem, das hat einen Charakter. Ich brauche nicht nach Hanau zu kommen. Nein. Die werfen schon an der Die Pfleger Stadt. Kommen gleich auch nochmal. An der Stadtmauer werfen die schon mit Stein. Da ist der Müller! Ja, das Öl, bitte das Öl! Das heiße Öl bitte einmal! Einmal heißes Öl auf den Eindringling! Dann fliege ich dann immer so einer Feuerkugel. So eine Feuerkugel wirst du dann rauskatapultiert und fällst in diesen Misthaufen rein, in den Flusch. In Mist auf Atem. Oh, boah! Oh Mann, ey, es darf doch nicht wahr sein. Es ist doch. Also, ich weiß nicht, ob Gates of Dawn, also, das müssen wir, glaube ich, nochmal im Frühjahr drehen. Was im Dezember? Das kommt also überhaupt nicht in die Tüte. Ich bin jetzt total seriös ab jetzt. Du bist ab jetzt seriös? Ja. Sonst kann ich nicht mehr zuordnen, wer mich ermordet hat. Also. Ist das wahr? Ja. Mein Gott, ey. Scheiße. Das ist ja richtig bösartig. Was? Alter, da muss viel geschnitten werden. Ich schneide überhaupt nicht. Warum? Wofür? Was sollen wir denn schneiden? Gibt's nichts zu schneiden. Na, du kannst doch nicht hier diese ganzen Ausbrüche von mir da drinnen lassen. Dass die drin ist. Endlich. So, da sind wir wieder. Das beginnt langsam Formen zu entwickeln hier irgendwie. Wir fahren so langsam warm und ich hoffe, der Clip hat euch bis dahin gefallen. Also bis dahin, der wird jetzt auch nicht irgendwie danach kacke oder sowas. Ne? Kann man auch mal machen, so ein Clip irgendwie 3,5 Minuten. Die ersten 1,5 Minuten, völlig geil, ja, total grandios und danach eigentlich nur noch scheiße. Billige Kamera, Führung, monotoner Scheißschnitt irgendwie.
irgendwie alles total durch den Wolf gezogen, kompletter Mist. Sieht man ja doch hin und wieder. Ja, sieht man hin und wieder. Ja, vor allen Dingen, wenn jemand versucht, Künstler zu spielen. Der Job ist mies, die Kohle auch, alles ist so schrecklich. Der Job ist mies, die Kohle auch, alles ist so mistig. Job ist Job ist Käse. Job ist Käse Bolognese. Job ist Käse Bolognese. Ja! Stell dir mal vor. Stell dir das jetzt mal vor. Ah, ich genehmige mir jetzt noch einen. Ja, ich auch. Einmal. Der Suff hält hier Einzug. So. Post-Reactive Black, kriegst du den auf oder was? Ich hab wieder so ein Aufmachung. Was verkaufen die hier für eine Scheiße? Das ist die Dinger kriegst du nicht auf. Prost. Oh. Jetzt eine halbe Vergewaltigung. Da kommt, so schlecht ist es doch nun gar nicht. Ich liebe das. Das ist doch gutes. So, die, okay. die letzten hier im Vollsuff nackt moderieren. Ja, genau. Vielleicht machen wir es heute. Ja, guck. Also das darf aber nicht ausgestrahlt werden. Also, kriegt da echt ein Problem mit.
Du kennst mich doch. Ja. Okay. Los, jetzt mach mal. Du bist jetzt dran. Ich schalte mich immer ein. Du schaltest dich immer ein. Klick. Klick. Einmal einschalten, bitte. Ich schalte mich ein und du schaltest mich um. Ich schalte dich denn wieder aus. Okay. So.